Fühle ich mich zwar noch nicht, aber es ist so. Also uns geht es sehr gut. Ja. Ja. Auch gesundheitlich. Ja, also ich nehme nicht ein Medikament oder was, gar nichts. Viel Arbeit immer gehabt, ja. Auch nach dem Fußball dann. Ja, ich habe mich selbstständig gemacht. Ja, ich bin ja Maschinenbauingenieur, aber ich habe dann die Firma von meinem Vater übernommen. Das war ein Mannbetrieb, der hatte eine Tischlerei. Da habe ich dann Tischlermeister gemacht. Ja, 85. Musste ich noch einen Meister machen, klar. War kein Problem gewesen. Habe ich ein Jahr gemacht. Und dann habe ich eigentlich als Ein-Mann-Betrieb erst einmal die Tischlerei weitergemacht. Und dann kam die Wende. Und keiner wollte mehr so viel. Weil es war dann nicht mehr so, wie es früher war. Und da habe ich dann gesagt, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, ich baue Wintergärten. Und das war eigentlich der richtige Weg gewesen. Also wir haben dann richtig schon 91 haben wir den ersten Wintergarten aufgebaut. Und seitdem, bis ich dann jetzt meine Firma verkauft habe, fast 500 Wintergärten gebaut. Alle. Ja, es war ja dann so, dass ich nicht mehr so viel an den Maschinen oder so gemacht habe. Das war ja dann ganz anders. Ich habe die Projekte gemacht und alles andere. Und selbst bei der Montage war ich immer dabei. Ja, und die ganze Akquise mit den Kunden ist ja auch nicht so ohne. Aber dadurch, dass ich dann so viel gebaut hatte, dann kamen immer wieder Leute, die über andere empfohlen wurden. Ja. Und das war halt dann, ich hatte dann wirklich hier in Leipzig ein gutes Bein drin. Du wirst nicht glauben, ich war 10 Jahre alt und bei LVB. Leipzig Verkehrsbetriebe unten im Konnewitzer Wald. Das war meine erste Station. Ja. Nee, wir waren innerhalb von unserer Schule, wo wir waren. Wir waren alles Verrückte, wir haben nur gefettet auf dem Platz. Und da waren alleine aus unserer Klasse 5 Mann, die da bei FAB in den Schülern spielten. Und wir waren wirklich eine richtig gute Truppe. Spartakiade-Sieger geworden, im Schülerbereich. Vor Lok, vor Chemie. Ja, und dann, ja, dann kam, war natürlich so, dann kam ich in die Jugend und, ja, und da war halt dann die ersten Anfragen, ob ich nicht irgendwo hinkommen wollte. Und dann, wo die Junioren-Oberliga gegründet wurde, da war halt Anfrage von Chemie da und auch von Lok. Und da habe ich überlegt, und da hatte ich eine Lehrstelle in Leutsch und das hat einen Ausschlag gegeben, dazu mal. Das war 68. Da war ja vorher Chemiemeister, Pokalsieger, das ist alles nicht lange her gewesen. Und da habe ich mich für Chemie entschlossen. Beim Kurt Neustadt habe ich da angefangen und Bolland. Das waren wirklich seine, ja. Also auf dem Neustadt war wirklich für mich ein guter Trainer. Da hat das hingekriegt, die jungen Leute gut zusammenzufügen und so weiter. Also das war, da halt, auf den habe ich immer viel gehalten. Nein, das war dazu mal, wir hatten unsere Kabine in dem Haus, das jetzt noch steht, wo die Gaststätte drin ist, da waren auch Kabinen unten. Und da hatten wir unsere Kabine als Junioren. Ja. Und dann, kurz danach, wurde der Trakt gebaut. Denn dann war ja viel Eigeninitiative dabei. Das hat, glaube ich, der Wolfer gemacht, Krause. Da war der Bauleiter. Und da wurde dann dieser ganze Trakt hingebaut. Und da waren wir ja dann, hatten dann unsere Kabine da drin. Ja, zu Junioren-Oberliga-Zeiten war das schon. Also hinterm Damm, sage ich mal so. Da war ja dieser große Platz und dann haben wir auf den Hartplatz hinter der Tribüne haben wir viel trainiert oder der andere Platz hieß der 3 oder was, ich weiß nicht, da ist jetzt, was, das ist ja jetzt anders, sieht ja jetzt alles ein bisschen anders aus und dort haben wir viel trainiert. Da war ein Tor und da war ein Galgen, wo man Kopfball üben konnte, so ein Pendel, naja, so, ja. Ja, das war dann der Frank Engel. Dann im Tor war Torwart.
oder Bormann hieß der, dann Schmoll, der Goschi, der Peter Gosch, dann Merkel, da war noch was mehr, Bobelle und ja, Bamborski. Also so, die kamen dann von Hertha und so, die kamen dann immer mit dem Zug und so weiter. Ja, also wir waren schon, es musste sehr kurzfristig dann, denn wir hatten jedes Spiel vor der ersten auf dem Platz. Ganz selten, dass wir mal nicht auf das Vorspiel gemacht haben. Und da war zu der Zeit bei Chemie das Haus noch ausverkauft. Ja, da war es voll, da waren 20.000 da. Ja. Ja, aber zur Halbserie habe ich mich dann schwer verletzt. Ein Spieltag, also ein Trainingsspiel haben wir gemacht bei Motor Lindenau. Da war ja noch der Briefmarkenfritze, der Trainer und so. Bühlergar. Und es schneite leicht und wir waren auf so Hartplatz und spielten gegen den ihren Männer, also Junioren. Und da stehe am Mittelkreis, kommt der hohe Ball, ich will ihn annehmen und da springt ein Spieler, ich weiß nicht mehr, wer das war, mit dem Knie hinten rein in die Niere. Und da hat es meine Niere zerrissen. Und da lag ich erst einmal da. Und da haben sie mir fast eine ganze Niere rausgenommen. Da war ich 17. Ja, und da durfte ich ein halbes Jahr nicht spielen. Und nach dem halben Jahr habe ich dann wieder angefangen. War alles gut. Also ich kann mich da an ein paar Spiele erinnern, die vergisst man nicht. Wir spielen in Berlin gegen ASK und machen das Vorspiel auf dem Hauptplatz und spielen dort 1-1. Und das Tor machte, glaube ich, der Goschi aus 35 Metern in Zappen. Ja, Peter Gosch. Das war eigentlich immer das größte Talent bei Chemie mit. Der war bloß eben auf andere, war eben nicht so zielstrebig. Ja. Naja, und dann sind wir in der Kabine, haben wir uns doch immer dort, wo die Erste sich auch umgezogen haben. Wir waren da voll mit in dem Trakt drin. Ja, und wir haben ja dann gewartet und haben das Spiel uns angeschaut. Und Chemie spielte gegen Vorwärts, siebenmaliger Meister gewesen. Ne? Der spielte dort Freisdorf und was weiß ich nicht alles. Und Chemie spielte dort unentschieden. 1-1. Und wir standen da so und dann kamen die rein. Und um uns rum, ja, so die Generäle hier und so. Und jetzt kamen die Schiedsrichter rein. Sind die auf den Schiedsrichter drauf, diese Generäle. Wir standen daneben. Sie pfeifen gegen den Staat! Und die haben die dermaßen müde gemacht, diese Schiedsrichter dort. Ich dachte, und das war eins, ich glaube, das war mein drittes Spiel dazu mal für Chemie. Kann ich mich noch entsinnen, als erstes Spiel war gegen Lok gleich. Dazu mal Chemie. Die hat ihn gestartet mit 0-8 Punkten, wo das losging. Und das erste Spiel, wo ich mitspielen durfte, weil ich vorher noch Urlaub hatte und so, wo ich dann kam, war gegen Lok auf der Festwiese. Und da spielten wir 0-0. Da hatten wir einen Punkt. Erste und Junioren hatten wir einen Punkt. Und zur Halbserie hatten wir 13-13. Da waren wir dann durchgestartet. Und am Ende waren wir beste BSG mit dem 6. Platz. Und dann das zweite Jahr, wo ich dann war ich Kapitän und war zweitbester Torschütze der DDR in der Junioren-Oberliga. Und da sind wir auch 6. geworden. Wann war das, welches Jahr? Das war 69. Also 69, 70 war das dann. So, und wir waren, also wir waren wirklich gut, beste BSG waren wir immer. Vor Aue und vor Riesa, dazu mal und Cottbus und was alles so war. Wir waren immer best, wir waren immer stark gewesen. Und dann kam aber, dadurch, in dem Jahr ist die zweite Mannschaft von Chemie aufgestiegen, in die DDR-Liga. Und wir kamen alle raus
aus der Junioren und konnten in der zweiten Mannschaft alle spielen. Weil da gab es diese Regel mit 5 Mann unter 23. Ja, und dadurch hatten wir dann natürlich schon andere Spiele als Junge gegen die Männer. Wir spielten da gegen Gera und also es war schon schwer. Und da gab es bloß 2 Staffeln. Also es gab ja bloß Nord und Süd. Ja, Staffel in der DDR-Liga. Ja, und wir wären nicht abgestiegen. Unter anderem spielen da auch mit der Fitzner und Trunser, Eller. Manchmal spielte auch einer von oben noch mit. So, und also wir waren schon eine gute Mannschaft zu der Zeit. Und dann mussten alle jung mit einmal zur Armee. Im Mai. Und da waren noch 5 Spiele zu spielen. Und wir sind nicht abgestiegen. Wir hatten noch schon so viele Punkte gehabt, dass die haben alles verloren dann. Weil die mussten ja, konnten die gar nicht ersetzen. Ja. Mhm. Und dann wurde aber die DDR-Liga aufgelöst. Und dann kamen die 5 Staffeln. Genau in dem Jahr. Da kam immer noch von Vorwärts, ja, der Eilitz. Und er wollte mich zu Vorwärts Leitz schaffen. Und es ging aber nicht, weil ich an die Grenze eingezogen worden bin. Die haben mich nicht rausgekriegt dort. Ich hätte mein Studium machen können. Ich hatte schon einen Studienplatz. Und ja, ich hätte da 3 Jahre gespielt, ne? Das wäre mir dann egal gewesen. Aber die haben keine Chance mehr gehabt, mich dort ich war in Berlin, an Grenzübergängen, von dort wegzukriegen. Und dort habe ich aber gespielt bei Vorwärts Berlin, 3. Mannschaft. Okay. In dem Jahr 1. dann, weil die anderen 2 nach Frankfurt sind. Genau in dem gleichen Jahr. Und da habe ich dann bei Vorwärts in der 1. gespielt, was dann Bezirksliga war, dort. Mit vielen DDR-Spielern, so von Wismar und wir waren eine sehr gute Mannschaft. Da haben die so Sichtungsturnier gemacht und so. Und das war gut. Ich hatte 3-mal Training der Woche und Spiel. Ich war ständig weg. Ich habe am Checkpoint Charlie gestanden. Echt? Ja, echt. Ja, an den Grenzübergänge. Da haben wir 8 Stunden Dienst gehabt. Und, ja. Ja, es war besser, als wenn man da so auf irgendeinem Postenturm saß. Mhm. Weil dort hatten wir ja immer Betrieb. Da war immer, oder Berlin-Friedrichstraße, das war der größte Grenzübergang. Da waren alleine fast 30 Leute von uns. Also, aber wir waren ganz normal. Erst ein halbes Jahr volles Rohr. Aber wir waren ja im Stoff. Wir haben ja richtig, uns fiel das nicht schwer, wie anderen da, die sich da gequält haben. Mhm. Ja, und dann haben wir dann das letzte Jahr eigentlich rund um die Uhr, Nachtdienst, Frühdienst, Spätdienst, immer so rum. Aber kamen Sie nicht in die Verlegenheit, den Grenzdurchbruch? Nein, das war da nicht, weil wir waren eigentlich bloß zur Sicherheit von den Passkontrollen und so. Wir standen praktisch so. Das war eigentlich manchmal nur mit Offiziersklamotten, mit Pistole, nicht hier mit MP oder so. Und ich kam von der Armee und habe gleich in der 1. mittrainiert und habe dann auch bald, gar nicht spät, dann gespielt. Ich bin im Herbst gezogen, Frühjahr gezogen, Herbst bin ich wieder gekommen. Ja, da war schon die halbe Serie zu Ende, aber dann. Da waren wir im Trainingslager in Zakopane. Ja, da spielten noch alle, ja, der Spießer, Wiesewitsch, Manner, Hermann Heinz. Die spielten da alle noch. Slabi, Schere. Die Schere sowieso. Ne? Also mir war schon gut. Wo ich da spielte, da machte ich mein erstes Tor, da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Da spielten wir gegen Hansa Rostock und da kam eine Ecke und der Spießer köpfte aufs Tor und ich kam von der Seite dazwischen geschnippt und in der andere Ecke geköpft. Also der Schneider war im Tor bei Hansa Rostock, der lag schon auf der Seite im Fluch und ich köpfte praktisch, ich bin voll in den Kopf dann zwischen rein. Das war mein erstes Tor dazu, da habe ich noch Bilder und alles. Da war ja das Stadion noch voll. Ja, da waren ja
wirklich 20.000 zu der Zeit. Also war vollkommen voll. Und da stand dann in der Zeitung, Bauspieß Hubert Duplette. Und wir spielten dann 1-1. Und wir sind nicht abgestiegen, wir waren dann Zehnter geworden. Ja. Meistens spielte der Schubi, der spielte rechts und ich spielte links. Mhm. Das war fast, das zweite war das Tor kurz zuvor. Mhm. Das war so in der zweiten Halbzeit am Anfang gleich. Ich habe gleich in der ersten gespielt. Und habe dann die ganze Serie durchgespielt. Das Jahr drauf haben die ganzen alten Jahre aufgehört. 72, 73. Mhm. Ja. Und dann kam ja die Zeit, wo dann kam Schaffner. Und viele hörten auf von den Alten. Und das war ein ganz schöner Umbruch, klar, die haben gefehlt. Und dann ging das eben nicht so. Da sind wir, glaube ich, wieder abgestiegen. Das war der zweite Abstieg. Naja, wo es in die Liga ging, dann war ja diese Situation gekommen, dass ich vorher nicht mehr viel gespielt habe. Und ja, da habe ich viel in der Bezirksliga gespielt. Ja, war ich zwar Torschützenkönig in der Bezirksliga, aber das hat alles bei Herrn Schäffner nicht gezählt. Ja, aber da war halt eher der Seppelmeier bevorzugt und der hat halt mehr gespielt, oder Lischke und so, das war zu der Zeit. Ja. Das war dann eigentlich ein logischer Schritt, dass ich dann weggegangen bin. Eigentlich war ich die ganze Zeit immer dabei, auch bis zuletzt. Aber eben bloß so, mal oben, mal unten, und das war halt dann unbefriedigend gewesen. Ja. Mal ab und zu mal eingewechselt worden oder mal so. Und dann war es dann die Zeit, wo ich dann fast gar nicht mehr gespielt habe. Zwar immer mit trainiert in der ersten, klar, ich gehörte dazu. Aber der Schäffner hat ja sich nie ein Spiel angeguckt von unserer zweiten Mannschaft. Da haben wir 3-0 hinten gelegen und haben noch zwei Tore gemacht und ich hatte noch eine Riesenchance zum Ausgleich. Du warst das? Hm. Ja, das war ein Kopfball, so halb im Liegen, und da ging noch nicht um den Kopf, sondern an die Schulter. Und da hat er dann unten gehalten, der kleine Friese war es. Das war kurz vor Schluss, habe ich die Chance vergeben, ich weiß es noch. Das war wieder bezeichnend. Wo wir dann aufgestiegen waren, da gab es ein Trainingslager, da sind 20 Leute mitgefahren. Und von den 20, wir waren 26 im Training, die dazugehörten, und 6 mussten da bleiben und in der zweiten trainieren. Und unter den 6 war ich dabei. Ja, und da war, ich glaube, Klinghammer war der, glaube ich, Trainer. Und der hat nur für uns, mit uns 6 trainiert dort, unten in Leutsch. Wir haben nichts gemacht, nichts. Wir sind nur zum Auensee gerannt, um Auensee rum, haben dort 4-2 gespielt, nichts gemacht. Nur Labali. Die ganze Woche, wo die im Trainingslager waren. Und das erste Spiel, das allererste Punktspiel dann, haben 2 Mann von den 6 von Anfang an gespielt. Das war der kleine Merkel und ich. Und die sind auch so wichtig. Jawohl. Aber bloß mal, um das darzulegen. Da kamen wieder viele, die sie geholt hatten. Die wollten sie natürlich dort sehen, aber die waren erst einmal überfordert, wenn die von der Bezirksliga irgendwie kamen. Die waren nicht in der Lage, wenn sie nicht so Ausnahmer waren, die haben das nicht geschafft. Die waren todbreit bis zum Geld nicht mehr. Die konnten nicht mehr. Das war typisch, wenn die dann welche geholt haben aus unteren Klassen. Die haben nicht so viel trainiert wie wir, das ist ja logisch. Also gerade Kali, das war für mich der blindeste Trainer, den Chemie je hatte. Nur blöde gequatscht. Da kam, glaube ich, vom BFC oder so. Oder von Stahl Riesa. Erst war er BFC-Trainer, dann ist er nach Riesa und von Riesa ist er dann zu Chemie gekommen. Das kann mich dann nur an seine Kommentare anhören. Das hat jetzt keinen Zweck, ist vorbei. Schon lange, aber es war schön. Wenn man dann sagt, der ist der Teufel, wir müssen ja hier bleiben und wir
spielen. Also ich kann mich entsinnen, von den Sechsen war sogar einer noch auf der Bank. Drei. Aber es war eine schöne Zeit, also ich möchte sie nicht missen. Auch bei Chemie, ich war 8 Jahre bei Chemie. Ja, von 68 bis 76. Also auch die meisten älteren Spieler, also da gab es kein Problem mit den jungen Spielern oder so, dass die jetzt müde gemacht haben oder so. Das gab es zu der Zeit fast überhaupt nicht. Ja, also ich war schnell und ziemlich flink. Also kurze Haken und so weiter. Also ich hab ja immer im Sturm gespielt, immer. Ja. Das waren eigentlich meine größten Stärken. Erstens die Schnelligkeit und dann konnte ich mit beiden Beinen spielen. Ich hatte eine Verletzung, auch in der Juniorenzeit, auch in den ersten Jahren. Da hatte ich eine Bänderdehnung, da hatte ich 6 Wochen Gips im Knie, eine Bänderdehnung. Da waren wir in Polen und haben gegen in den 100.000 Stadien in Bosna, hier in Bytom gespielt. Und da ist mir das passiert und das ging wirklich nicht mit den Beinen. Ich hatte wirklich Gips und dann danach gleich Wolze wieder. Und ich konnte nicht mit rechts an den Ball hauen. Dann habe ich nur mit links gemacht. Und dann habe ich am Ende der Ecke mit links geschossen. Man kann das antrainieren, wenn man es will. Und weil ich da solche Schmerzen hatte in den Knie, ich habe dann immer mit trainiert und alles nur mit links gemacht. Alles. Ich habe dann Freistöße geschossen und alles mit links. Und dann war ich eben, der Vorteil war, ich war links außen. Wenn du von da aus nach innen gingst, hatte ich mein rechtes Bein. Und die meisten wussten das gar nicht so, weil ich viel immer links außen gespielt habe. Ein ganz schönes Spiel war mal, da spielt man gegen Jena. Und da spielt man 1-1. Da haute Trunzer. Machte Trunzer ein Tor. Schubi spielte rechts, ich links. Und diese Truppe zu der Zeit. Und die schafften einfach kein Tor. Jena. Und wir hatten auch noch gute Konter und alles. Und dann das letzte, kurz vor einer Minute oder 2 Minuten vor Ende, machte Vogel das Tor. Durch Trunzer kam eine Eingabe und Trunzer geht danach und bloß ein bisschen und da geht ein Stückchen weiter und hinten stand Vogel und brachte bloß das Lächeln durchschießen. Da hat Heine gehalten bei uns und der hat Fubo Note 10 gekriegt. Der hat gehalten, also es war Wahnsinn. Das war dort. Also es war wirklich Wahnsinn. Ja, das war eben doch den Punkt verloren. Da gab es ja bloß 2 Punkte, nicht wie heute. Ja, also Kopfball nicht. Da habe ich mal ein schönes, gutes gespielt, aber das will ich jetzt nicht sagen, gegen wem das war. Gegen uns. Ja. Und meistens war ich dann da, wenn irgendwie Abpraller kam, oder ich wurde eben steil geschickt und war durch und habe dann ein Torwart ausgespielt oder so. Waren die meisten Tore so. Also, dass ich jetzt als 20 oder 25 Meter geschossen hätte, da war ich war ja meistens weiter draußen. Ja. Da spielte man ja noch mit 3 Stürmern, sagen wir mal. Oder wenn man mit 2 Stürmern spielt, also weniger war das kaum zu dieser Zeit. Das waren immer Schlachten. Und immer schlimme Schlachten. Warum? Ich weiß es selber nicht. Die Rivalität war eben da. Ja. Ich kann mich entsinnen, dass ich, wo ich noch von Chemie weg bin und nach Böhlen, da wollten sie mich ein Jahr sperren. Und nur weil Krause, Roland, der war da zu der Zeit noch in Böhlen und den wollten die haben. Und da ging das dann Pass gegen Pass. Sonst hätten die mich ein Jahr gesperrt. Krause, Roland. Und da ging dann wieder zur Chemie. Ja. Und man kannte sich ja gut miteinander. Das war ja logisch. Der Schneider spielte dann in Böhlen. Der war auch lange Zeit bei Chemie. Und ja,
Und wir spielten dann in der gleichen Staffel wegen um Aufstieg. Und das erste Spiel, wo wir da mussten wir noch, das erste gewann wir gegen, glaube gegen Stralsund in Böhlen, ja, und dann mussten wir zur Chemie. Und Trainer Müller, was macht er? Der sagt, wir ziehen uns in den Bus um. Wir fahren erst eine halbe Stunde vorher, treffen wir dort ein und dann geht es gleich zum Warmmachen. Ich will nicht, dass Gequatsche haben mit euch da vorher. Und so war es. Wir waren wirklich eine halbe Stunde vorher erst dort mit dem Bus angekommen. Und da die Klamotten gar nicht, das haben die dann alles gemacht. Wir sind aus dem Bus raus. Hinten mussten wir uns hinterm Wall mussten wir uns warm machen. Und dann ging das Spiel los. Da spielte der Menne Geisler noch für Chemie. Baumi. Die spielten alle noch bei Chemie. Ja. Also Hubert im Tor, ja, Soranke. Also es war schon eine gute Kraul, Paul, Slischke. Die waren eine gute Mannschaft. Ja. Und da war es eben so. Ja. Da machte ich einen Alleingang über den gesamten Platz. Der Torwart, da hat Heine bei uns gehalten. Heine schmeißt mir einen Ball zu am 16er, am eigenen 16er. Und ich gehe über das ganze Feld. Bis auf die Grundlinie spielen zurück und Hafenstein, wie er immer war, da war da ein Hauptding, nein. So ein Tor bei Chemie, das war natürlich dann für mich ja, eine Genugtuung gewesen zu der Zeit. Dann, ne? Ja, und dann machten die einen Ausgleich und dann hatten die eigentlich uns im Sacke gehabt, sag ich mal so. Wir hätten eigentlich gewinnen können. Bis auf eine Situation dann kam, das war direkt vorm Haus, wo es hier, ja, das zerklotzt, sag ich mal so, da davor. Ich komme von der Seite praktisch rückzu zu unserem Tor und der rück so. Und der Ball lag hier. Und der wollte da dranhauen an die Kugel, das wäre ein Pressschlag geworden. Und ich ziehe mein Bein zurück und der haut an den Ball dran und der Ball geht von der Seite rüber bis kurz vor dem Strafraum, keiner hinten weiter, der Soranke kommt raus und Ebbe Köditz, der schiebt ins Tor. Und da haben wir 2-1 gewonnen. Das war 5 Minuten vor Schluss. Und das war eigentlich der Grundstein, dass wir dann später aufgestiegen sind. Dann haben wir ja nur noch gewonnen. Rückspiel war 2-2? Das Rückspiel, das war ja auch so ein Skandalspiel. Da kann ich auch etliches dazu erzählen. Ja, da war zum Beispiel das 1-0 Kopfball Hubert. In der Ecke und ich am kurzen Pfosten, hätte keiner von mitten her gerechnet, und voll von ins kurze Eck in Angel rein. Da stand noch ein Spieler, da konnte ich kam nicht ran. Die Männer, glaube ich, Geisler. Ja. Und dann stand 1-0 für uns und dann war Chemie so stark. Also die machten dann das 1-1, dann das 2-1. Die hätten uns eigentlich erschießen müssen an dem Tag. Wir waren eigentlich, lief nichts. Hafenstein hat gar nicht gespielt. Da war auf der Ersatzbank. Das gab es nämlich auch. Und 10 Minuten vor Schluss kam der rein. Da war gerade 3 Minuten drauf. Da kam eine Ecke und bang, 2-2. Ja, da, und für uns war das der Aufstieg in dem Moment. So eine Traube. Und danach ging es erst noch hartig los. Ja. Baumi, der ist ja auch ein bisschen jetzt noch nicht so. Ja. Dobmeier, der Kleine hier, der spielte Stürmer. Und irgendwie war da eine Situation und der Ball war wieder weg. Und da hatte Baumi dann eine aufs Brett gezimmert. Hier drauf. Wie? Dobmeier. Aber eine richtige, voll. Da guckten die Zähne hier durch. Oh Gott. Ja. Und dann, was dann war, so klar. Ein Chaos. Und der Schiedsrichter hat 2 Minuten eher abgepfiffen. Er hat gesagt, Schluss hier. Alles. 88 Minuten.
ernstlich. Da ging es nur um die Knochen. Und der hat dann gesagt, Schluss jetzt hier. Also, Schluss. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gepfiffen hatte. Der hat nicht keine Nachspielzeit, nicht eher. 2 Minuten eher abgepfiffen. Da haben die doch gescheint. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, und das ging halt dann weiter in der Kabine. Die Duschen, die waren für beide Mannschaften. Die Kabine war hier, ja. Und unsere hier und dazwischen war die Dusche. Ja. Und da haben wir uns dann geduscht. Und weißt du, hast du Ugge? Ugge, dort mal Ugge, na, haben wir den genannt. Da stand noch eine Flasche, so Selder oder so, na, da die Selder am Waschbecken. Und dann ging der auf Bam los. Wegen dem? Wirklich, da ging der, also da, den haben 3 Mann halten müssen. Das vergiss ich nicht. Das war eine schlimme Situation gewesen. Ja, das war dort. Und wir waren dann aber aufgestiegen. Und dann ging es ja weiter. Wir hatten ja dann Pause und dann noch das letzte Spiel in Gera. Wir, nachdem wir aufgestiegen waren, erstmal eine Wahnsinnsfäde, das war irre. Und dann sind wir alle in Urlaub gefahren. Alle in Urlaub, die 2 Wochen. Dann haben wir uns getroffen. Einen Tag, also Sonntag war das Spiel. Am Freitagabend haben wir uns getroffen. Also früh war irgendwo Abfahrt, aber die waren ja in Transkirchen und sonst so, waren ja alle in Urlaub. Und wir sind von da oben dann runtergefahren, teilweise mit dem Zug. Und haben dann Freitagabend einen mörderlichen Treff gemacht. Aber das ging bis 4 Uhr. Und dann sind wir früh zu dem Spiel nach Gera. Da spielte Irmscher, Kornudo. So, also, und die mussten unentschieden gegen uns spielen. Dann sind die aufgestiegen. Chemie war in Stralsund. Die mussten dort gewinnen. Und wenn wir aber gegen Gera gewonnen hätten, wäre Chemie mit aufgestiegen. Aber wir wollten das nicht. Das war ja klar. Nach dem Ding dort, da war. Und jedenfalls. Alles okay, wir spielen da. Und die waren nervös, Gera. Und wir hatten überhaupt generell, es war vollkommen egal. Und zur Halbzeit stand es 0-0. Ja. Dann machten die ein Tor. Da war ja alles gut. Dann machten wir eins. Da stand es 1-1. Obwohl, keiner wollte das so richtig. Ich glaube, der Schneider schoss das. Und dann waren die Söhne, wir hätten dort klar gewonnen. Also 100% klar gewonnen hätten wir dort. Aber wir wollten nicht. Wir sind ins Abseits gerannt. Und die haben dann immer gesagt, mach keine Scheiße. Hör schon, da kam er, mach keine Scheiße, mach keine Scheiße. Cool, der hat einen roten Kopf, ja, Kornüde. Ja, da haben wir dann uns geeinigt auf 1-1. Ja. Und da war Gera aufgestiegen. Ja. Wir kamen rein, da stand der Kastensekt drin. Nach dem Aufstiegsspiel stand der Kastensekt drin. Aber mehr war da nicht. Nein, mehr war da nicht. Nicht, war nicht mehr. Ob das nur allein gewesen wäre, wir hätten es sowieso nicht gewollt gerne, dass die noch mit hochkommen. Mhm. Da hätten wir ja dann wieder noch eine Ortstage mehr gehabt. Mhm. Ja. Wenn wir uns getroffen haben oder so, da war das alles egal. Mhm. Ja. Oder heute, wenn wir uns treffen, das interessiert aber keinen mehr. Gerade so, wenn wir da in der Oberliga gespielt haben. Und wir wohnten ja in Lösnig. Da wohnten ja ein Haufen von Lok, da wohnten ein Haufen von uns. Und da war der Ampel, der Kneipe, und am Montag haben wir dort Stammtisch. Der Ampel? Die haben wir Ampel genannt, die heißt anders. Bei uns hieß der Ampel. Weil dort die Kreuzung war, an der Ampel sozusagen. Da hieß die bei uns Ampel. Das ist der Gartenverein, der da ist. Und das war der Stammtisch. Da waren die alle von Lok da. Und ach, das war dann egal. Ja, weil ich von 104 Spielen habe ich 102. Ich habe die meisten Oberligaspiele in Böhlen. Naja, es gibt doch, gab ja bloß 104. Ja, 13 Spiele, 14 Mannschaften, 13 Spiele, 52, 104 Spiele. Und nur wegen gelben Karten
Ich war nie so ernsthaft dort verletzt, wie ich bei Chemie war. Oder mal, klar, eine Blessur, aber es war immer so, ich musste dann immer wieder spielen. Das ging dann immer. Ja. Naja, weil ich hatte halt meinen Stammplatz. Das war schon die besseren Jahre, dann sag ich mal. Also kann man sagen, du warst... Und wir haben auch, muss man ja heute sagen, mehr verdient. Mhm. Als wie bei Chemie. Das war halt einfach so. Deswegen wollten sie auch alle dahin. Ich sage mal so, Aufstiegsspiel oder so, abgesehen davon, jetzt ein reines Punktspiel, da war es in der Regel so, dass halt der Punkt, da war eben 300 Euro wert, 300 Mark wert, DDR-Mark. Und das ist viel Geld. So, also mehr sage ich dazu nicht. Und im Gegensatz zu Chemie, wie war es bei Chemie? 50. In Jena, das große Spiel, was wir dort gemacht haben, da haben sie Auswärtspunkt, unentschieden gab es 50 Euro und da haben sie uns 100 gegeben, weil wir so gut gespielt haben. Und die alten Spieler, wie die noch erzählt haben, was es früher gab. Ja, vor dem Beschluss. Der Beschluss war ja 70, ja. Ja, die Reaktion haben wir nicht so mitgekriegt, die da außen rumliefen. Wir wussten, dass er nicht mehr spielen darf, dass er, und da ist er ja nach Bellen. Das war ja dann. Und wo er nach Bellen ist, der durfte ja dann, wir haben die Klasse gehalten, wir waren ja nicht, sind ja nicht abgestiegen und haben dann, das nächste Jahr sind wir ja dann wieder abgestiegen und wo ich dann, in dem Jahr spielte er in Bellen. Und ich bin ja dann nach Bellen und habe mit ihm ein Jahr zusammengespielt und dann durfte er, weil wir aufgestiegen sind, wieder nicht mehr spielen. Naja, wir konnten sowieso nichts ändern, ja, als Spieler, gar nicht. Na, also klar war das Kacke. Der war ja, gerade ich sagte es ja, wir spielten in Jena, dann kriegte der 10 Punkte. Ja. Na, und deswegen waren ja auch andere dran. Der sollte ja auch woanders hingehen, aber der durfte ja nicht mehr spielen. Das eine Jahr war ja, haben sie denn ja bloß, sag ich mal, zugebilligt, was er mal dazwischen machen durfte. Ja, den hatten sie, der kam ja von Halle zu Chemie, wo Chemie Liga war. Ja, wir sind dann aufgestiegen und dann durfte er das, der durfte eben das eine Jahr machen und dann plötzlich nicht mehr. Das ist eine Katastrophe, aber wir hätten doch nie nichts ändern können da an der Sache. Gar nicht. Die Spieler sowieso nicht. Woran liegt das? An dem Staat lag das. Oder nicht? An der Politik vom Staat. Daran hat es gelegen, ne, freilich. Aber du warst ja genauso. Du hattest als Oberligaspieler eine Akte bei der Stasi. Ich habe meine angeguckt. Jeder Oberligaspieler hat eine Akte gehabt. Du musstest, wenn du da nicht durchgelaufen bist, hättest du nie Oberliga spielen dürfen. Hast du Überraschendes gefunden? Nö, gar nicht. Nö. Ja, belanglos. Wusste zwar, wer das dann geschrieben hat und so, aber das war eher aus meiner Jugend, dann später gar nicht mehr. Das wurde diskutiert, na klar, aber ohne Ergebnis. Ohne Ergebnis. Wie das letzte Mal nun genau abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr, aber darüber wird das diskutiert, na klar. Ja. Ich war da ja ein junger Spieler, war die Alten, ne? Trojan und so, die waren ganz, ganz enge zusammen. Die Torhüter, ich kenne keinen normalen Torhüter. Ich kenne keinen normalen Torhüter. Das ist so, hier ist eine Linie, die laufen hier auf der Linie, aber irgendwann geht es mal nach da und geht es mal nach da. Die rasten alle aus. Das hätte schon dann Chemie Leipzig machen müssen, dass sie dagegen produzieren. Aber da hatten die keine, da waren genug von der Partei drin. Ja, also wenn ich die da in dem Turm saß, wusste ich doch gleich, wer das war. Andere an dem Verein ist gewachsen durch die Vergangenheit. Praktisch, wie sie hier aus zwei Mannschaften eine machen wollten, eine gute und eine schlechte, und die werden gleich Meister und so. Das ist eigentlich, so sind die doch so groß geworden. Ja, die haben im Stadion des Friedens gut gespielt, Lok. Rotation hat gut gespielt, aber die hatten alle auch bloß so zu viele Zuschauer. Ja, und wo sie die zwei zusammenlegen wollten, und dann kam Chemie, da waren dann plötzlich dort 20.000.
Ja? Und die werden Meister. Wobei SC Leipzig auch Dritter war. Das war ja auch nicht schlecht. Aber die werden Meister. Das ist es doch gewesen. Was die Massen da hingezogen hat. Und außerdem, da nehmen sie die zusammen und die Jungen und die Besten. Und da ist der Abschaum, sag ich mal. War nicht so. Das haben die aber gedacht. Da siehst du mal, was auch unter den Trainern so schief läuft. Wie die das beeinflussen können. Die können das unheimlich beeinflussen. Also bei mir hat der Müllex unheimlich beeinflusst. Mich hat auch wirklich klein gemacht. Das habe ich aber später erst erfahren, wo ich dann in Böhmen war. Der wollte nicht, dass ich, ich sollte Tore schießen dort. Der wollte glänzen mit der zweiten. Ja, der wollte Schäffner abschießen. Das wäre dem bald gelungen. Fast gelungen. Bis es Schäffner mitgekriegt hat. Also waren das rein egoistische Gründe eigentlich? Na, zum Beispiel Meier, der spielt in der zweiten. Wir haben ja alle zusammen trainiert. Aber wenn wir dann dort gespielt haben, sauig. Normal musst du den auswechseln. Ich glaube, Molex hat es klar, glaube ich, schon mal gemacht gehabt. Aber nach oben hat er gemeldet, der war einer der Besten. Und ich könnte es vielleicht noch nachvollziehen, wie die Torstatze mal geschossen habe. Ich weiß es nicht mehr, muss ich mal gucken. Aber und das war ja ohne Grund, ich wusste es ja nicht. Ich wusste es nicht. Und dann saßen wir wieder alle beide auf der Bank. Ich weiß, wie der vorhergehenden Spieltag gespielt hatte. Und da durfte spielen und ich musste draußen sitzen. Und da hatte ich das dann angestaut. Das war so. Ja. Und dann, wo ich in Böhmen war, ich habe jedes Spiel in der DDR-Liga gemacht, jedes Aufstiegsspiel. In Aufstiegsspielen, glaube ich, 6 Tore geschossen. Also, ja. Meine Frau hat gerade heute zu mir gesagt, wenn der Müllex nicht gewesen wäre, hätte sie heute noch dort Verbindung. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Mhm. Ja. Und dann, kurz, der war ja so, der zweite Halbserie war der ja nicht mehr da. Müllex. Mhm. Weil sie den gewippt haben. Den haben die regelrecht entlassen, weil der, die zweite, sollte nicht aufsteigen. Weil die ist ja schon mal aufgestiegen und das ist für Chemie nicht, die können das nicht finanziell. Nee, genau. Das kriegen die nicht über die Reihe, das verstehe ich auch. Nee. Und die wollten nicht, dass wir wieder aufsteigen. Als Bezirksligameister wärst du automatisch aufgestiegen in die DDR-Liga. So, und der wollte unbedingt. Ja. Und so ist da dann, haben sie denn, ja, da gab es die Diskussion dort, klar. Das ist auch schon deine Privilegien. Also ja. Ich habe zum Beispiel über Chemie meinen ersten Trabant gekriegt. Nach einem halben Jahr Wartezeit. Statt 16 Jahre. Mhm. Ja. Das war 74. 74 habe ich den. Da hatte ich eine Bestellung, die war ein halbes Jahr alt. Welche Farbe? Grau. Ein Kombi. So. Und dann. Wo ich noch in Böhmen war, da habe ich wieder ein Auto gekriegt übers Werk. Das ging ja über den Sport, ging das. Die hatten eine Kontingente und da konnten die immer mal eins abfassen. Musstest du natürlich alles bezahlen, das ist logisch. Und die Krönung war, ich habe jedes Mal meine Anmeldung hingegeben. Ja, meine Frau hatte sich mit mir dazu mal angemeldet. Da haben wir die andere angemeldet. Ich habe immer gedacht, die sind jetzt weg. Dann kriegte ich nach 17 Jahren. 89? Nach 17 Jahren oder 16 Jahren kriegte ich doch Bescheid, ich kann mein Auto würde jetzt zur Verfügung gestellt. Das war noch vor der Wende. Ja. Und dachte ich, ey, wie geht denn das? Tatsächlich. Da haben die meine Karte hatte ich noch, die haben die mir gar nicht abgenommen. Und da habe ich auf meinen. So, und da bin ich hin und habe gesagt, nee, ich will den nicht, ich will den Wartburg an. Da musste ich noch einmal ein halbes Jahr warten. Und da war inzwischen die Wende. Nee, ich habe den noch gehabt, ein halbes Jahr vorher, vor der Wende, habe ich den, aber das war der
mit dem Wartburg-Motor, mit dem VW-Motor. Der war das. Da kam 32.000. Den habe ich gekauft. Im Januar kriegte ich den ausgeliefert. Da hat er noch keiner im August dran gedacht, dass da die Wende ist. Nein, ja, Ritter, du hast den noch 5 Jahre gefahren. Ja. Ja, also es war alles schön. Also bei Chemie, die Zeit, Junioren, das war doch was für uns Neues. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich, wenn sie geholt werden wollen, da sowas zu machen. Also bitter ist überhaupt nicht. Nein. Geht. Ich hätte es ja auch noch besser machen können. Ja, muss man auch sagen. Ich habe es nicht geschafft, dann habe ich es dann woanders versucht.